Ah, ich hab richtig gedacht. Ihr habt meine Identität noch. Verheerung befindet sich nicht im selben Raum wie Verwüstung. Zerstörung befindet sich im selben Raum wie Chaos. Wir werden uns sicher wie... Och, bitte keine Unsummen an Gegnern. Noch nicht. Ey, das wäre jetzt echt das Letzte, worauf ich Lust habe. Dass jetzt ja in dem scheiß Labyrinth zig Millionen Gegner versteckt sind, die mich auch nochmal jedes Mal... Noch die mir ungefähr nochmal die drei, das Doppelte an Zeit kosten, bis der Scheiß-Labyrinth gemacht hat. Wirklich, da habe ich jetzt echt noch weniger Lust drauf. Ich kann nicht. Ihr seid mir mal alle gerade echt scheißegal. Ich kann nicht. Diese Spielstrecker. Ich kann nicht. Nee, also ich hasse es, wenn du ein Rätsel lösen musst, was generell schon auf lange ausgelegt ist, wie so ein Labyrinth, und dann kriegst du auch noch Labyrinthe ins Gesicht. Da kriegst du auch noch Gegnerhorden ins Gesicht geschmissen. Ihr seht, die Gegner sind ja auch nicht mal gefährlich. Die sind nur daraus ausgelegt, mir auf den Nerv zu gehen und mich aufzuhalten. Das ist genau das, was ich jetzt gerade schon wieder zum Heulen finde an dem Spiel. Es ist wirklich eine unglaubliche Streckpassage. Ich will nicht. Gar nicht gut. Ja, ich sollte einen Trank nehmen, bla bla bla. Ich bin schwer verletzt. Gottes Willen. Wollt ihr mir jetzt gerade irgendwie sagen, dass hier unendlich Gegner spawnen? Oder wie sieht das aus? Sieht ein bisschen so aus. Ich kann nicht. Wenn es jetzt darauf ausläuft, dass hier so tonnenweise Gegner rumrennen, dann cheate ich mich gleich durch. Das war's dann wohl also mit der Zauberei. So wenig Lust auf das Spiel habe ich nicht, aber ich habe keinen Bock auf solche Ewigrätsel jetzt hier. Noch nicht. Diese Game-Strecker schlechthin. Nee, wirklich nicht. Ich fühle mich gar nicht gut. Ja, ich kann mich aber auch wohl bitte bewegen. Ich bin schwer verletzt. Oh. Noch nicht. Ich will mich Sagt gar ich, nicht die gut. machen keinen Schaden? Ach, das sind die Feuerskelette. Natürlich machen die Schaden. Der Sieg ist mein. Oh, Junge, Alter. Spüre meinen Zorn. Willst du mir auf den Nerv gehen, lebende Rüstung? So. Und wehe, ich hab jetzt gleich wirklich jetzt... Sowas akzeptiere ich noch. Sowas geht bei mir jetzt gerade mal durch. Ja, das war auch schon abnormal was aus, aber es sind einzelne Gegner. Das akzeptiere, okay. Das akzeptiere ich nämlich noch. Ich akzeptiere es nur nicht, wenn ich jetzt wieder gleich Gegnerhorden ins Gesicht geschmissen bekomme. Ja, dann will ich kein, dann, wenn ich schon Gegnerhorden ins Gesicht geschmissen kriege, dann will ich kein Labyrinth zu lösen haben. Noch nicht. Weil das zusammen ist einfach nur lästig. Das eine oder das andere. Ich meine, Gegner habe ich auf fliegenden Festungen jetzt wirklich schon Mana genug mehr. Gehabt. Es ist nicht so, als ob die Gegner das jetzt gerade spannender machen. So ein Labyrinth, so, das finde ich mal so an sich ganz interessant, ganz nett zu machen. Das ist mal eine gekonnte Abwechslung, die Rätsel hier. Das ist jetzt ein Problem. Das hier ist, schätze ich mal. Kann ich mit dir reden? Das hier ist mal, schätze ich jetzt einfach mal, Verwüstung und Chaos. Zerstörung und Chaos.
Glaube ich jetzt zumindest einfach mal. Die sind im selben Raum und der Raum sieht schon echt so danach aus. Wo komme ich da hin? Ach, kommt hier in so einen Raum, okay. Ich schätze mal, die Teleporter sind, hier bei Lady Kiaras Türe. Noch nicht. Ich glaube, hier ist Lady Kiaras Türe. Noch nicht. Das heißt, ich denke mal, hier kann ich jetzt auch abchecken, ob ich richtig liege. Noch nicht. Ja, ja, du kannst sowieso nichts lebende Rüstung. Noch nicht. Das sitzt fest. Willkommen in Lady Kiara. Bevor ihr eintretet, müsst ihr mir verraten, ob ihr die 5 Statuen des dunklen Herrn... Sehr gut. Dann werde ich nun den... Leider sind eure Folgerungen falsch. Ihr müsst zu den Statuen zurückkehren und es noch einmal versuchen, wenn ihr eintreten möchtet. Dann werden Gegner gespawnt, okay, wenn ich falsch liege. Noch nicht. Gut, dann werden wir jetzt natürlich wieder ein klein bisschen versuchen zu schummeln. Ich kann nicht. So, also ich meine, die Feuerskelette. Die rennen auch gezielt zu den Gegnern da. Das ist echt lästig. Okay. Macht, was ihr wollt. Und adios. Wirklich jetzt? Ihr spawnt hier jedes Mal Gegner? Ist das jetzt ein schlechter Witz oder ist das jetzt ein richtig schlechter Witz? Nee. Nee, also wirklich nicht, nee. Where the fuck laufe ich eigentlich gerade lang? Ist das die erste? Ja, ist die erste. Okay, Leute, ich mache einen kurzen Cut und informiere mich schnell über dieses Ding. Ich habe da schnell. Nee, da habe ich echt keine Lust drauf. Dass ich jetzt hier auch noch wieder einmal beim Portalwechsel direkt wieder Gegner abkriege, sehe ich nicht ein. Nein, bis gleich. So, da sind wir wieder. Tut mir leid, wenn ich gerade etwas genervt war. Ich habe die komplette Leitung neben mir liegen. Gucken wir mal. Ich gebe dem Spiel jetzt noch eine Chance. Ich habe sie schon durchgelesen, aber das kann ich mir nicht merken. Weil das nämlich ziemlich hinterfotzig ist. Und deswegen denke ich mal einfach... Ich kann nicht. Wir werden das einfach mal probieren jetzt nochmal hier. Ich kann nicht. So. Noch nicht. Ich bin schwer verletzt. Aua. Rückzug. Kann ich den Drachenstein hier benutzen? Ah, nice. Ja, ich brauche nämlich Pots. Weil das ging mir doch gerade echt ein bisschen auf den Nerv. Und ich weiß genau, wenn ich mich jetzt hier wieder mit jedem einzelnen Gegner beschäftige, dann sitze ich da wieder 3 Stunden lang dran. Zumal die eben auch gut was aushalten. Und ich bin generell ja, nicht der Rätselmensch. Wenn ich jetzt... Obwohl, geht eigentlich. Ich bin gar nicht so schlecht im Rätseln. Und wenn ich dann auch noch wirklich rätseln muss und mir nebenher auch noch bei jedem falschen Ding, was ich antippe, hier auf die Fresse geben lassen muss, weil immer die Gegner neu spawnen. Nee. Wirklich nur. Keine Intention zu. Luf, gib mir some Pots. Aber was machst du vielleicht nützliche Kräuter? Ja, Ginseng, gib mir her. Ginseng. Du gibst mal da. Bis später. Und die Festung, ja, die werden wir auch noch machen. Ich sag gerne mal was ich nicht wirklich ernst meine. Das möchte ich natürlich schon machen. Wir werden es auch noch machen. Also da keine Sorgen. Ich sag das nur mal. Ich bin nur manchmal etwas genervt. Hier habe ich eure Exzellenz. Es war mir eine Freude und Ehre zugleich. Wie ihr befehlt.
Wir werden jetzt als erstes, wie gesagt, den Endboss der Insel machen. Seid so gnädig und sagt, wie Barbatos euch so gut wie erlebt. So, halt. So ich brauch deine Dienste, der so braucht nämlich auch noch was. Seid so gnädig und lass wunderbar. Lass uns Tränke machen. Zack. Enorme Heilung. Gutes genommen, ne? Ginseng fehlt uns jetzt. Gut, den haben wir jetzt verdonnerte Drachendorn haben wir noch. Das andere wird noch geliefert. Drachenturm verlassen. Ich könnte jetzt. Aua. Frechheit hier. Boah, Katze, geh mir nicht auf den Senkel, bitte. Ich könnte jetzt einen Trank vertragen. Ihr kriegt immer, oder? Steamo Valley. Nein, ihr kriegt erst in 4 Minuten was zu essen. Noch nicht. Und wenn ihr mich jetzt weiter nervt, kriegt ihr erst eine Stunde später was. Ihr kriegt sowieso, später essen. Muss ich mal aufnehmen. Akzeptiert das. Ich kann nicht. So, also ich weiß jetzt, wie das Rätsel funktioniert. Das habe ich jetzt auch gelesen. Ich habe auch das Hinterfotzigste an dem Rätsel schon rausgefunden. Hier liegt nämlich eine Notiz und die muss man lesen. So, ich kann euch die Notiz. Wie gesagt, ich habe das links auf dem Bildschirm die Lösung, die werde ich jetzt nicht lesen. Die mit zittriger Schrift verfasste Nachricht besteht aus nur wenigen Worten. Ich habe es gelöst und darf dennoch nicht passieren. Sie haben gelogen. Gelogen. Die Statuen lügen allesamt. Und es heißt, ich gehe jetzt hier ran. Ihr habt meine Identität noch nicht. Verheerung befindet sich nicht im selben Raum wie Verwüstung. Das heißt, Verheerung befindet sich im selben Raum wie Verwüstung. Ich muss das Gegenteil davon nehmen. Ist zumindest die einzig logische Lösung. Weil andersrum, wenn sie alle lügen. Ich meine, ich könnte jetzt auch nachlesen, aber wie gesagt, mache ich nicht. Und ich habe nur gelesen, dass man den Zettel aufheben soll, der ist, wo dran steht, sie lügen. Das Gegenteil wäre eigentlich das einzige. Ich probier's. Da weiß ich aber immer noch nicht, was ist Verheerung, was ist Verwüstung. Zerstörung befindet sich im selben Raum wie Chaos. Das heißt, Zerstörung befindet sich nicht im selben Raum wie Chaos. Gimme that shit. Zerstörung. Chaos. Genau, Hinweise nochmal, ich hab das erste nicht. Verheerung befindet sich nicht im selben Raum wie Verwüstung. Verheerung und Verwüstung. Also, vielleicht ist es auch ein anderes Rätsel, aber ich sag jetzt mal. Verheerung befindet sich im selben Raum wie Chaos. Wer bist dann du? Bist du vielleicht Chaos? Sagt es mir. Ihr habt recht. Vielleicht. Fragt die Tür zu Lady Kearas Gemächern, ob ihr richtig liegt. Wir werden uns sicher wieder. Bei unserem letzten Gespräch habt ihr gedacht, ich sei Chaos. Wir werden uns sicher wiedersehen. Ja, ich weiß. Es ist jetzt random geraten. Aber es ist der einzige Statue und sie. Es wurde gesagt, sie befindet sich nicht im selben Raum. Da komme ich wohl nicht rein. Bevor ihr eintretet, leider sind eure Folgerungen falsch. Ihr müsst zu den Statuen zurückkehren. Okay, jetzt werden wir hier die Gegner vor der Fresse verloren. Und ich, Dödel, hab natürlich nicht gequicksaved richtig. Noch nicht. Ach, ich bin doch ein Dödelchen. Egal, das ist nicht so schlimm. Dann sollten wir also erst den Wahrheitsgehalt aller Statuen überprüfen. Auch wenn ich mir irgendwie sicher bin, dass das Chaos ist, die erste Statue. Naja, gut.